Hallo und willkommen hier zu Attack on Titan Volume 2 Weiß-Schwarz-Karten in Englisch. Und ich habe hier ein ganzes Display. Werde diese hier jetzt öffnen. Wenn ich es schaffe. Oh ja. Gut. Dann gibt es hier noch so eine Promokarte. Ich habe hier den Eren. Den Mischievous Battle Chimmy Eren. Sie bekommt 5000 Power für jede auf. Was? This card gets. Also eine 500, ich kann nicht lesen, nicht 5000. Für jede andere Korps-Charakter auf meinem Feld. Stufe 1 und ein Dings, ja, das ist eigentlich nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Okay, dann öffnen wir hier. Da, die ganzen Packungen. So, legen wir es so her. Damit man immer sieht. So, das ist. Okay. Schaut sehr schön aus. Ich will das gar nicht öffnen. Ich bin es gar nicht gewohnt, wie diese Booster eigentlich ausschauen. Okay. Öffnen wir es. Ach, ich kann es nicht öffnen. Öffnen! Okay. Ein Titan, ein Nemesis Titan. Ein To Save Freedom Dream. Safekeeping Sasha. Whimsical Date. Okay, ein Anti-Titan Device Omnidirectional Mobile Gear. Okay, aber es ist gelb. Okay, ein Burn in Sasha, ein Crimson Fighting Spirit Eren und hier ein Thank You. Ich ordne es gleich da noch Farbe. Ja, tue ich mir leichter. Brauche ich dann nicht selber wieder alles durchzuschauen. Hier ein Definite Step Henge. Dispossession Berthold. Okay, Veteran Scout Gelga. Ein Captured Eren. Ein To Save Freedom Erwin. Ja, wenn es diesmal im Spiel drinnen. Until the Dying Breath Berthold. Ein To Save Freedom Eren. Und hier nochmal dann Standby for Full Scale Assault. So, die Grünen sind eher mehr wohl Levi und die ganzen anderen. Von dem halt sind, von den Flügel der Freiheit, diese ganzen Truppen und so weiter, sind dann gelb ist eher mehr so Eren und Armin, glaube ich. Rot sind so die anderen, und auch Mikasa ist, glaube ich, auch rot und so die anderen Freunde, sag ich mal. Und blau sind die Titanen immer, zumindest hier. Dann, what happens, Hannaford, Levi. Ein Soldier und Warrior Rainer. Veteran Scout Nanaba. Oh, da kommt er. Ein Revenge Hannes. Um den tut es mir so leid. Eine Serie, es tut mir um den so leid. Ein Pursuit Titan. Ah ja, warte. Okay, nein. Was macht die eigentlich? Die haben alle so dieselben Effekte irgendwie. Ein Sunset on Your Back Levi. Single Ray of Light, Eren Titan, an Stufe 3 hier. Okay. Und ein Close Combat. Genau, die haben alle irgendwie so den Effekt, dass man die Bibliothek, ich sag's mal auf Deutsch, Library oder auf Englisch, anschauen muss und man kann dann welche Karten ziehen oder in Waiting Room schicken oder einfach zurück in eine billige Reihenfolge hinzugeben. Das ganze Volume 2 Display, die ganzen Karten, ich habe sie mir schon vorher mal angeschaut, also gestern die Liste, was alles drinnen ist, und es ist einfach so, dass man Karten zieht und naja, Karten zieht einfach die ganze Zeit und viele Handkarten hat, den Stock ein bisschen erhöht oder die Clock ein bisschen niedriger macht. Das ist so eher mehr die Strategie in diesem Set hier. Das erste Set war eher mehr auf Kraft, aber das hier ist eher mehr so auf ein bisschen Strategie mit mehr Effekten und so. Gut, dann haben wir hier ein Konfrontation und Armored Titan. Ja, nicht so schlecht hier. Until the Dying Breath Chan. What happens, Hanford? Was? Hansford Hench. Und Sunset on Your Back, Eren Titan. Ein Ymir Titan. Ich mag die Titanen. Ich mag mehr Titanen haben. Fine as Once Crystal, irgendwie so. Single Ray of Light Mikasa.
Und dann thank you. Nochmal. Genau, ich möchte die Titanen-Ärmel haben, weil ich habe auch ein Titanen-Deck. Ich habe natürlich auch ein Ehren-Deck, was auch mit sehr starken Karten drin ist. Ein Levi-Deck habe ich, hätte ich, aber das ist nicht wirklich gut. Da habe ich einfach nur aus den Restkarten gemacht. Aber mein Titanen-Deck, das ist wirklich so extrem heftig, dass ich sogar mal ein Turnier gewonnen habe damit. Gut, dann ein Nemesis-Titan. Du sagst Freedom Shawn. Until the Dying Breath Mikasa. Aber es ist doch 1 und 5500, aber kein Effekt. Ich weiß nicht, manche sind nicht so gut. The Fate of Mankind Survival Erwin. Muss man irgendwie durchlesen und ein bisschen kombinieren. Communication Henge. Oh, okay. An Enemy of Humanity. Colossal Titan. Alle die. Wenn der in der Center Stage ist, dann bekommen alle anderen Titanen 1500 dazu. Das ist auch nicht. Holy shit! Holy shit! Was ist das? Ich habe hier die Karte mit einer Unterschrift. Den Silent Fury Levi. Wow! Wow! Okay. Und dann ein Run. Nein, ich renne jetzt nicht. Ich will die da haben. Guckt euch das an. Guckt euch das mal an. Ein Silent Fury Levi. Hier die Unterschrift drauf. Den lege ich hier oben hin. Ein Ehrenplatz. Okay, ich habe noch nie eine mit Unterschrift. Okay, ich habe nicht mal so viele Karten. Also von dem her, ich habe jetzt ein Display von den normalen und das hier. Aber ich habe es trotzdem noch nie eine gesehen, eigentlich sogar. Definite Steph Henge. Dispossession Berthold. Ein Captured Aaron, ein Veteran Scout, Gelgar, ein Clean-Up Levi. Hier ist noch ein besserer Levi. Okay, dann ein Piercing Terror Sasha und ein. Wow, der schaut auch mal richtig cool aus. Ein Resurgence Armor Titan. Titan. Okay, wenn der angreift, kann der Gegner kein Backup von der Hand spielen. Das ist auch ziemlich gut. Okay, der kommt nur daher. Ein Yell of Rage. Okay, dann machen wir jetzt das nächste hier auf. Wenn ich. Ah, diese Booster Packs, die sind ja richtig brutal. So riesig, wie diese sind. Okay, ein Until Dying Breath Ymir. Ein Until the Goal is Accomplished Armor Titan. Ein Backup. Ein Noble Bloodline Krista. Nochmal ein Fate of Mannequin Survival Erwin. Ein Repose. Ja, aber sie brauchen zwei. Dafür kann man halt zwei Korps-Charakter suchen und in die Hand nehmen. Einfach so. Piercing Terror Sasha. Wow, was ist das für eine Karte? An Until the Dying Breath Levi. Der glitzert auch. Sehr schön da so in. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So vier Gold im Hintergrund. Und der selber glitzert nicht so. Das ist sehr schön, sehr schön. Legen wir das einfach da so hin und da. Und den holen wir da nochmal da raus. Legen wir da her. Sieht und da ein Outcry. Okay. Ich krieg das nicht auf. Geh auf. Auf. Upp. Okay. Zack. Ein Moblit. Ein Relief Mikasa. Ein Predation Titan. Predation Titan, die haben so einen Effekt, dass man kann eine beliebige Anzahl von diesen Karten im Deck haben. Und diesen Namen. Normalerweise ist es, glaube ich, begrenzt auf 4 oder so. Aber von denen könnte ich mein ganzes Deck aufbauen. Ich könnte, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele Karten mehr im Deck sind. 50, 60? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte davon einfach nur das Deck machen mit 1-0, aber es bringt nicht viel. Aber in den vorigen Set ist es genauso gewesen mit zwei anderen Karten. Dann hier der Anzahl der Death Breath Connie. Memory of the Day Annie. Ein Steady Advance Ehren-Titan. Oh, und die schaut auch glitzertmäßig aus. Das sind schöne Karten. Ein Embraced Memories Mikasa. Okay, die legen wir daher. Und ein Duell. Duell. Okay. Dann öffnen wir das nächste hier. Okay, wow, was ist das? Was ich da hier gleich? Was sehe ich hier gleich? Ein All-Surprising Existence Colossal Titan. Und der bekommt 500 für jede
anderen Titanen. Er braucht zwei Kosten, hat er, aber er ist nur ein Level 1, hat 7500. Wenn ich dann jetzt noch vier andere habe, kriegt er nochmal 2000 dazu. Hat er 9500 für einen Level 1er. Das ist schon heftig. Anti-Death Prime Ymir, ein Recovering Eren Armin, ein Anti-Death Breath Rainer, ein Pastor Nick, Pastor Nick, Pastor Nick. Okay. Recovering Eren Mikasa, Instable Hunger Sasha und ein Sentience. So, nicht so viele sind da. Upsa. Okay, öffnen wir das. Zack. Ein Incompetence Titan. Der ist nicht so gut eigentlich. Noble Bloodline Christa. Finde ich zumindest. Whimsical Day Ehren. Ein Belashen Titan. Nochmal so einer. Nur in anderen Artwork. Ein Repose. Haben wir schon. Murderous Glare. Schaut cool aus. Man kann einen Charakter mit Ehren in Kartennamen auswählen. Und das bekommt 4500 Power bis zu Ende des nächsten Runde mit 1 und 1 Kosten. Ja, nicht so schlecht. Until the Dying Breath, Erwin. Hey, die glitzert auch. Sehe ich gerade. Die glitzert. Woohoo. Legen wir daher. Und Yell of Breach nochmal. Nehmen wir den anderen Artwork wieder. So, jetzt kommt die nächste. Ja, komm schon, geh auf hier. Ein Moblit, wieder mal ein Relief, Mikasa, ein Sunset Your Back, Iron Titan, Veteranskarte, Nanaba, Clean Up Levi, Anti-Death Dying Breath, Berthold, Single Ray, Flight Armin, glitzert der? Hey, der glitzert auch. Habe ich jetzt so viele Glitzerkarten hier weggegeben? Stand by for Full Scale. Ich muss da jetzt kurz. Nein, das schaue ich am Schluss noch. Was ich da noch ein paar andere Glitzerkarten da schon weggegeben hatte. Ach, oh, das ist jetzt schnell aufgegangen. Okay, and what happens henceforth, Levi? Noble Bloodline Christa, Until the Dying Breath, Mikasa, Until the Dying Breath, Connie, To Seize Freedom, Erwin, Enemy of Humanity, Colossal Titan. Glitzert der? Nein. Aber der glitzert. Der Beast Titan. Der glitzert da die Schrift ein bisschen. Okay, und thank you. So, sind noch 20 Booster, sollten das sein. Das sind, das kommt mir schon so vor, als wären es 50. Okay, hier kommt uns ein Titan. Anti-Death Chant. Anti-Death Mieke. Hatten wir den schon? Ich glaube nicht. Whimsical Day Ehren. Communication Henge. Finest. First Christa. To Seize Freedom Mikasa. Die glitzert. Wieder mit so einem komischen Mosaik. Holo-Effekt. Und ein Blade of Deterrence Despair. So, dann öffnen wir das dann noch. Wow, da ist wieder ein Titan. Ich mag die Titanen. Stärkt mein Deck. Okay, hier ein Konfrontations-Armor Titan. Ein Soldier Warrior Rainer. Ein belästigten Titan. Und wieder in einem anderen Artwork. What happens henceforth, Henge? Ymir Titan. The Goddess. Und Until the Dying Breath, Henge. Die glitzert auch. Und Close Combat. Close Combat. Wir haben hier 5 Booster, glaube ich, noch. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Nein, 6 Booster noch. Und ich krieg das nicht auf. Seht ihr? Ah, okay, jetzt seht ihr. Ich hab's aufgedrückt. Ich darf's zeugen. So, a definite step Henge. Dispossession Berthold. Safekeeping Sasha. Revenge Hannes. Confirming the unknown Hanji. Ein Backup. Ein Sunset on your back, Levi. Ein Keep Mind Armin. Okay, da glitzert die Schrift wieder. Und ein Duell. Okay. Oh, was ist da jetzt passiert? Voll in der Mitte noch aufgeschlitzt hier. Okay, dann. Ein All Surprising Seasons Collection Titan. Der ist ja wieder der, was einfach das Level 1 ist, das so stark ist. Das Mal, I want to protect Christa. Oh, schau mal. Wie eine Göttin. Okay, Until the Dying Breath, Rainer. What happens, Henford Henge? Request or an order. Clean up Ehren. Hey, das schaut eigentlich ziemlich cool aus.
Und hier ist dasselbe nochmal, nur nicht mit der Unterschrift. Der Silent Fury Levi. Hier, jetzt sind sie nebeneinander. Und run! Schon wieder run danach. Nein, ich renne nicht da weg. So, öffnen wir hier. So, wie viele sind es noch? Drei dann noch. Ein Nemesis-Titan. Du sagst Freedom Sean. Veteran Scout Nanabas. Sunset Underberg, Iron Titan. In the World. Den hatten wir auch noch nicht. Und Backup-Karte. Und eine Multiple Decision Battle Colossus Titan. Okay. Hatte der da einen Breath Sasha? Hey, die glitzert auch wieder. Und my real name is Historia. And not Christa. Historia. So, die letzten drei Booster Packs werden hier jetzt geöffnet. Ich meine, besser geht ja gar nicht mehr als die unterschriebene Karte hier. Und ich krieg da nichts mehr raus. Ich will da jetzt nicht zu grob werden. Okay. Ein Moblet. Ein Relief, Mikasa, der Fit. Hey, ich muss da was anmerken. Seht ihr, ich habe das so aufgemacht. So, ich könnte da wieder Karten reingeben. The Fate of Mankind Survival Erin. Until Thine Birth, Mikasa. Real Life Erin. Hidden Truth, Reiner. But the only choice for me now is to face the consequences of my actions and as a warrior fulfill my duty to the bitter end. Okay. Whoa, Strength Assessment, Beast Titan. Die glitzert auch wieder. Nur so nebenbei angemerkt. Und die Revolutionists. So, zwei Booster Packs sind noch. Ach, wieder aufgeschlitzt hier. Weg damit. So, ein Until the Goal is Accomplished Armored Titan. Until the Dying Breath Ymir. Until the Dying Breath Mieke. Recovering Eren Armin. Hidden Truth Ymir. Coordinate. Ja. Okay. Dann, To Seize Freedom Sascha. Die klingt doch wieder. Und Revolutionists. Aber nicht mal nur mit ihm drauf. Nur mit Levi. Levi Hajo, oder wie sie da immer rufen. And until the goal is accomplished. Armored Titan. Rainer, you might think I'm joking, but is that hard for you to believe that we might want the best for Christa as well? Sagt Rainer. The smile I want to protect Christa. Under the dying breath, Connie. Under the dying breath, Mieke. Born in Ragako, Connie. Und Hidden Truth, Berthold. So wie Sunset on your back, Mikasa. In Glitzerform. Und dann Run! Das war's. Schauen wir uns das nochmal alles an. Hier ist nochmal da ein paar Titanenkarten. Ich werde schauen, welche hier auch noch glitzern. Ist jetzt noch nicht so wirklich was, aber sehr gute Karten hier drinnen. Da. Kolossal Titan. Ich weiß aber nicht, welche ich da noch in mein Deck dann reingebe. Ich werde dann mal ein Deckprofil machen von meinem alten Deck. Dann werde ich es besser machen. Mit den paar Karten da ein paar drin und dann ein Update draus machen. Falls ihr Lust habt, auch so ein Deck zu machen. Also mein Gewinnerdeck. Natürlich, es ist sicher noch ein Gewinnerdeck. Okay, da noch eine Run. Hier, Hidden Truth. Da sind die ganzen roten Karten. Ich glaube, Rot ist halt eher mehr auf Stärke und Angriff ausgewählt sein, obwohl die alle haben nicht so wirklich. Die sind alle wirklich, die haben denselben Effekt, egal welche Farbe. Das ist auch wirklich sehr komisch eigentlich. Oh, die glitzert. Die legen wir daher. Ich muss das leider so schräg halten, weil sonst sehe ich nicht, welche glitzern, welche nicht. Das tut mir wirklich leid. Okay. Also, ihr habt sie ja eh schon alle gesehen. Ich habe nämlich gesehen, welche glitzert. Ich will sie euch die glitzernden auch zeigen. So, jetzt kommen Sie zu den gelben Karten danach. Das ist wirklich so hoch auflösend, das Bild. Das ist wirklich erschreckend. Okay, das schaut cool aus. So, das schaut auch cool aus. Wer die Staffel noch nicht gesehen hat, Staffel 2 ist nicht so gut wie Staffel 1. Staffel 1 ist wirklich ein extremes Meisterwerk. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte es unbedingt anschauen. Wirklich, das ist so empfehlenswert. Das ist wirklich
Von mir aus kauft euch die DVDs, es ist keine Fehlinvestition. Ich will hier keine Werbung machen oder so, aber es ist wirklich voll cool. Staffel 2 ist aber. Ja, ihr habt Lust bekommen nach Staffel 1, dann schaut ihr Staffel 2 an. Es sind einige Stellen, wo ihr euch denkt: Wow, das war wirklich heftig. Oder was? Was hat er gerade gesagt? Irgendwie bin ich da nicht mitgekommen. Und dann spult ihr zurück und denkt sich: Der hat das wirklich gesagt. Und dann kommt es zu einem Kampf und dann später wieder ein Kampf und die Kämpfe sind wirklich voll cool, aber das dazwischen ist halt extrem fad. Ich schaue auf Staffel 3 wieder vor, da wird es wahrscheinlich wieder viel besser, weil die letzte Folge von Attack on Titan, Staffel 2, war auch wirklich extrem gut eigentlich. Wo man richtig Gänsehaut kriegt. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Oh, okay. Dann hier, da die Glitzenkarten. Crimson Fight Spirit Eren. Two Sails Freedom Eren. Single Ray of Light Eren Titan. Instable Hunger Sasha. Sunset on Your Back, Mikasa, das sind glaube ich da so. Sollte glaube ich da so gleich sein, irgendwie. Oder auch nicht. Okay, The Sails Freedom, Sasha. Strength Assessment, Beast Titan. Unto the Dying Breath, Sasha. Silent Fury, Levi, den werden wir nochmal sehen. Keep Mind, Armin. Dann Until the Dying Breath, Henge. The Sails Freedom, Mikasa. Beast Titan. Single Ray of Light, Armin. Until the Dying Breath, Erwin. Embraced Memories Mikasa. Der ist schon auch ziemlich cool, was hier. Resurrect Armor Titan. Resurgence Armor Titan. Und Under the Line Breath Levi. Und die wirklich überraschendste Karte hier. Und seltenste, würde ich mal behaupten. Oder einer der seltensten in diesem Set. Diesen Silent Fury Levi. In der Unterschriftversion. Das Bild ist ein bisschen kleiner, also als wie der normale zum Vergleich. Und die Unterschrift ist hier drauf. Das ist wirklich extrem. Extrem, extrem. Gut, das war's. Wie gesagt, das nächste Mal werde ich irgendwann mal ein Deckprofil von meinem Titan-Deck machen, von meinem Ehrenjäger-Deck machen. Dann werde ich es mit den neuen Karten ein bisschen kombinieren auch. Vielleicht ein neues Deck, komplett neues Deck machen mit den Karten und dann wieder ein Update draus machen. Und ja, falls euch gefallen hat, abonniert mich für mehr News zu Attack on Titan hier in Weiß-Schwarz. Ich glaube, ich werde nur Attack on Titan von Weiß-Schwarz sammeln, spielen, verändern. Und bis zum nächsten Mal. Und like das Video, Fans. Ja. Falls es euch gefallen hat. Und wie gesagt, abonniert mich, unterstützt mich. Es macht Freude. Als beginnender YouTuber würde ich mal sagen, ein paar Unterstützer hier zu haben und die mich auch so unterstützen. Ihr könnt es natürlich in den Kommentaren schreiben, was ich besser machen könnte, was ihr sehen wollt und so weiter. Wollt ihr Spiele gegen ein anderes Weiß-Schwarz-Deck sehen, dann ist es möglich. Ich kenne zwei Freunde, die spielen das auch. Dann gibt es auch noch einen Ort, wo man Turniere spielt, wo ich ja einmal gewonnen habe. Und ich habe auch dort nur einmal gespielt. Also muss schon gut sein, das Deck. Ich will nämlich nicht selbst. Nein, nein, nein. Ich bin nicht so selbst. Nein, 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 nein. Okay, dann bis zum nächsten Mal.